Jo, moinsen, liebe YouTuber, hier nochmal zu einem kleinen Kinoreview, wie ich Terminator 6 fand. Ich weiß, ich habe dazu schon ein Video gemacht. Jetzt kommt es mal zu einem Thema Dialoge und wie die schauspielerische Kunst ist. Am besten fand ich die neue Synchronisation von Arnold Schwarzenegger. Die war richtig gut. Die war fast originalgetreu wie die alte Synchronisation. Ein ganz weniger Unterschied, aber der hat seine Arbeit richtig gut gemacht in dem Film. Ja, zu Rambo 5 war dann natürlich die Synchronstimme von Sylvester Stallone war katastrophal. Hat mir nicht gefallen, die Synchronisation. Was soll man machen? Zu Terminator 6, die Linda Hamilton, die Synchronisation fand ich mega schlecht. Ich weiß nicht, was der Synchronsprecherin da widerfahren ist, warum die so eine akute Unlust hatte oder so. Falls ihr den Film schon geguckt habt, schreibt eure Meinung mal schreibt eure Meinung unten rein in die Kommentare, wie ihr das fandet. Also ich fand ihre Dialoge langweilig, gelangweilt gesprochen. Vor allem, ich komme wieder. Was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich. Lena Hamilton, gute Schauspielerin, hat in dem Film echt gut geschauspielert. Hat auch echt gut was in die Fresse gekriegt. Für eine Frau, die Anfang 60 ist oder schon. Ja, 60 wird sie wa wahrscheinlich schon sein. Ja, aber sie hat echt gut gespielt und Arnold hat auch gut gespielt. Die anderen beiden Figuren waren so, naja, ne? Okay. Aber ich würde jedem empfehlen, in den Film zu gehen, der Terminator-Fan ist. Also auf jeden Fall, guckt euch den Film an, lasst euch inspirieren, wirklich mal Gehirn ausschalten, zack, Popcorn essen, dazu ein schönes Bier. Das ist auf jeden Fall das Richtige.